SRF 1. Tschüss. SRF 1. Ratgebergarten. Ja, wenn Sie im Moment auf einem Spaziergang sind, so gegen oben oder auch jetzt durchs Quartier oder durch die Felder, da fallen die rot leuchtenden Blüten auf. Es ist Mohnsaison. Saatmohn blüht entlang von Getreidefeldern, Klatschmohn auf Gartenbeet und im Blumenkistchen. Mohn bietet sehr viel Blütenstaub an und ist darum bei Hummeln und Bienen auch sehr beliebt. Ja, warum so viel Mohn blüht, wie man mit Mohn einen Blumenstrauß macht und wie man Mohnsamen sammelt, das fahren wir jetzt von unserer Gartenexpertin, der Silvia Meister. Silvia, warum blühen zurzeit so viele Mohnblumen? Ist es sonnige Wetter, das das bewirkt? Ja, besonders ist man natürlich mehr verrossen und sieht, was gerade blüht. Und klar, im Sonnenschein fallen auch die rot leuchtenden Blüten vom Mohn besonders fest auf. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Mohn, die rot blühen. Also es gibt den Klatschmohn, den Saatmohn oder auch den Sandmohn. Und der Klatschmohn, das ist der häufigste und er wird auch vermehrt angesagt. Hingegen ist der Saatmohn einer, der eigentlich von mir selber kommt. Warum wird Klatschmohn angesagt? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, das hat mit der Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft zu tun. Und da möchte ich gerne gerade ein bisschen ausholen. Die verschiedenen Mohnarten gehören nämlich zu der sogenannten Ackerbegleitflora. Das heisst, wo die Menschen vor 7000 Jahren angefangen haben, Getreide, wie zum Beispiel Gersten anzubauen, hat es Pflanzen gegeben, die mit den Gersten zusammen aufgewachsen sind. Also wie Kornblumen, Kornraden und eben Saatmohn und Klatschmohn. Sie sind zusammengewachsen, weil sie die gleichen Ansprüche haben. Sie brauchen einen Boden, wo nichts anders wächst, also einen frisch gepflügten, einen gacherten Boden. Und die Ackerbegleitflora, die kommt von mir selber und wächst mit dem Getreide zusammen auf. Dann blühen sie und bilden Samen. Aber durch den Einsatz von Herbizid hat die Ackerbegleitflora keine Chance mehr, es von mir selber zu kommen. Aber im Boden innen hat es immer noch Samen von früher, wo immer noch keimen können. Und wenn man auf einem Getreidefeld pflügt, kein Herbizid verwendet und nur wenig düngt, dann haben der Klatschmohn und der Saatmohn haben die Chance zum Keimen, zum Wachsen und zum Blühen. Und eben im Rahmen der Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft macht man die zwei Sachen. Man schont gewisse Streifen vom Acker, und die im Boden vorhandenen Ackerbegleitsäumchen, die können sich entwickeln. Oder man sät gezielt Ackerbegleitflora aus und so fördert man die Biodiversität. Also Klatschmohn wird in der Landwirtschaft vermehrt angesagt, aber auch in der Stadt sieht man den Klatschmohn blühen. Mit was hat das zu tun? Ja, der Klatschmohn kommt eben auch in verschiedenen Samenmischungen vor, die zum Beispiel heissen Nützlingsmischung oder Bienenweid oder einjährige Blumenpracht. Und weil in den letzten Jahren ein Gärtner so richtig ein Boom geworden ist, sind auch die Mischungen vermehrt in die Gartenbett oder sogar in die Blumenkistchen ausgesät worden. Und dazu kommt, dass der Klatschmohn sehr viel Samen macht. In einer Klatschmohnblüte entstehen ein paar hundert Sämli. Und der Klatschmohn ist nämlich einjährig. Er wird zum Beispiel im März, April ausgesät. Er bildet Blütenstängel im Mai und Juni und blüht dann auch wirklich üppig. Und dann bildet er sofort Samen und zeigt sich im August schon selber aus. So erobert sich der Klatschmohn jede freie Stelle in Gärten oder in den Blumenkistchen. Dann könnte man ja das ja auch die Sämle vom Klatschmohn sammeln und sie gezielt dort aussehen, wo man gerne leuchtend rote Blüten gebracht hätte. Ja, so schön. Am besten nimmt man hier eine kleine Papiertüte mit, um die Sämli zu sammeln. Der Klatschmohn bildet nämlich eine Samenkapsel, die oben aufgeht. Und wenn daran geschüttelt wird, dann fallen die Samen aus, so ein bisschen wie ein Salzstreuer auf dem Tisch. Man nimmt also eine Papiertüte mit und dann stellt man die neben den Mohn an. Und mit der einen Hand hält man die Samenkapsel fest und mit der anderen Hand schneidet man den Stängel ab. Und dann fällt man die Samenkapsel in die Papiertüte. So verliert man wirklich keine Samen. Jetzt ist es aber noch nicht so weit, dass man Sämle vom Klatschmohn sammeln kann. Jetzt kann man sie noch in voller Blüte geniessen, Silvia.
Ja, aber das gilt natürlich nur für Leute, die auch nur am Morgen unterwegs sind. So um die 9.10 Uhr gehen nämlich die Klatschmohnblüten auf und dann sind sie nämlich gerade voll von Honigbienen und Hummeln, die fleissig Blütenstaub sammeln. Und gegen oben gehen sie dann wieder zu, also verlieren dann nachher ihre Blütenblätter und dann ist es vorbei. Eine Klatschmohnblüte macht etwa 2,5 Millionen Blütenpollen. Unglaublich viel. Und es gibt einen Trick, dass die Mohnblüten länger blühen. Dann kann man nämlich einen richtigen Mohnblumenstrauß daraus machen. Man schneidet den Mohn mit den Blütenknospen dran und taucht die untersten 3 cm vom Stängel für eine halbe Minute in sötig heißes Wasser. Und erst dann tut man sie in die Vase einstellen. Und so hat man einen Mohnblütenstrauß, wo die Mohnblüten lang hält und immer wieder neue Blüten aufgehen. Vielen Dank, Silvia. All das Wissenswerte rund um den Mond, das haben wir Ihnen auf unserer Homepage zusammengestellt, zusammengefasst auf srf1.ch unter dem Stichwort Ratgebergarten. SRF 1 Ratgebergarten. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.